Ich habe die klügsten Köpfe der Welt zusammenkommen lassen. Hab in den dunkelsten Tiefen des Internets recherchiert. Und kann euch damit die Top-Tipps präsentieren, wie man in Abi an Geld kommt. Viel Spaß im Video. Was geht, Freunde? Mein Name ist Lex und willkommen zu meinem How to get rich Guide. Für den allerersten Tipp müsst ihr nicht mal in einen Raid reingehen, nämlich das Ganze funktioniert über den Flohmarkt. Dazu müssen wir unter Contacts den Deke Winston besuchen. Dieser hat nämlich einige Barter-Items, die sich alle paar Stunden rerollen. Dort sind die ein oder anderen Schätze vergraben. Das Ding ist, man kann oftmals bei Deke hier High-End Endgame-Gear kaufen bzw. erbartern und dafür nur einen Bruchteil davon zu bezahlen, was es eigentlich auf dem Flohmarkt kostet. Wenn man sich hier diese Level 5er, Level 4er Armors ansieht oder 4er, 5er Munitionen, dann kosten die hier beim Barter meistens nur einen Bruchteil davon, was sie am Flohmarkt wert sind. Man kann oben über dieses kleine Suchen-Icon das Item sich am Flohmarkt anschauen, da sieht man, was es wert ist. Und dann klickt man einfach das Item an und sieht dort, wie viel die Barter-Items dafür kosten. Hausnummer, Munition, Wert 100.000, Barter-Items kosten 50.000, easy 50.000 plus gemacht. Da sind viele Schätze oft dabei. Lohnen tun sich hier meistens Munitionen, 4er, 5er, 6er Rüstungen, alle möglichen Arten von Schalldämpfern außer Pistolen und 9mm, gerne auch Granaten oder Stims. Man muss für sich selbst entscheiden, was es einem wert ist. Manchmal sind es nur 2000 Köln Unterschied, da ist dann die Frage, ob man das wirklich sich antun möchte. Aber oftmals sind es auch 20.000, 30.000 Köns, die man dazu bekommt. Apropos, ich weiß, Köns, Könen, Könennen, Könis, Geld. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden in Abi verbracht und meiner Meinung nach, um Geld zu verdienen, muss man in die Lockdown-Zone. Erstens bringen, wenn ihr Schlüssel habt, um Räume aufzusperren, diese erst ab Lockdown-Zone wirklich was. Man kann natürlich Glück haben und auch schon in normalen Modus was Gutes aus einem Raum rausziehen, aber die Wahrscheinlichkeit und dass sich der Schlüssel lohnt, ist wesentlich, wesentlich höher, wenn ihr in die Lockdown-Zone geht. Und wenn man bedenkt, dass man dafür nur 30.000 Gearwert tragen muss, ist es das auf jeden Fall wert. Deswegen würde ich euch hier gerne erstmal ein kleines Loadout zeigen, mit dem ihr locker über die 30.000 kommt, das nicht zu viel kostet und ihr auch ein bisschen was überlebt. Der erste Tipp Richtung Loadout, den ich euch zeigen möchte, ist bei den Rüstungen. Seitdem ich das herausgefunden habe, kaufe ich gar keine ganzen Rüstungen mehr. Und zwar kann man rechts oben von New auf Like New oder Worn umstellen. Das heißt eben wie neu oder abgenutzt bzw. getragen. Wenn man sich da den Preisunterschied anschaut, bei der 4er Rüstung sind das gleich mal 5.000, 6.000 Köln weniger, die dann schon einiges ausmachen. Dann kauft man sich dazu irgendeinen Rig, das einem gefällt. Ich nehme gern bei den Rucksäcken den Camping-Rucksack. Der hat oben so einen abgeteilten Bereich von 8 Slots. Ist die Frage, ob man das mag, aber er ist relativ groß und ich spiele den ganz gerne. Auch beim Helm wieder nehmen wir irgendeinen Dreierhelm, wo ein Face-Shield drauf passt. Dreier Face-Shield draufgebaut. Headset drauf und fertig. Somit kommen wir für dieses Loadout auf ca. 36.000, 37.000 Köln. Jetzt fragen sich natürlich einige, warum sollen sie eine 4er Rüstung kaufen? Die kostet doch um einiges mehr als eine 3er Rüstung. Ja, das tut sie. Und nein, ihr müsst nicht. Ihr könnt natürlich auch eine 3er Rüstung nehmen und wir sollten damit auch locker über die 30.000 Gearwert kommen, um Lockdown-Zone spielen zu können. Aber eine 4er Rüstung macht richtig, richtig, richtig viel aus. Wenn man sich die Standardmunition anschaut, mit denen die ganzen Leute rumrennen, sei es jetzt T45M, PP, PS, was auch immer gespielt wird, ist das alles Tier 3 Armor, die durch Tier 3 Rüstung geht. Das heißt, ihr nehmt richtig viel Survivability mit, wenn ihr eine Tier 4 Rüstung trägt. Natürlich, wenn man jetzt Budget spielen will und wirklich vom untersten spielen möchte, dann soll man sich eine Tier 3 Rüstung nehmen, welche auch immer das ist, welche einem gefällt, kauft die. Aber wenn man eine höhere Chance haben will, die ersten paar Schüsse zu überleben, würde ich sehr stark zu einer Tier 4 Rüstung raten. Die nächste Frage, die sich dann stellt, welche Waffe soll ich spielen? Da gibt es verschiedenste Ansichten. Viele schwören auf die SKS, viele schwören auf eine Mini, viele eine normale AK. Ich persönlich präferiere eine AKM. Die kann man richtig, richtig günstig modden, so dass sie aber trotzdem spielbar ist und gut Damage austeilt. Der Unterschied von der normalen AK zur AKM ist einfach der Damage. Die AKM schießt natürlich einen Ticken langsamer, aber macht auch einen Ticken mehr Damage. Somit, wenn du triffst, triffst du härter. Ich zeige euch hier mein Budget AKM-Bild, mit dem man gut was reißen kann. Man schnappt sich die Stock AKM aus dem Weapon Assembly, packt hinten das Gummipad drauf, oben tauscht man das Dustcover gegen das Dustcover mit Schienen für einen Scope,
packt sich das Cross-Side-Mount drauf und ein Three-Flex. Ist ein schönes Scope, kostet sau wenig, funktioniert super gut. Dann tauscht man vorne den Handguard gegen den, wie er in EFT genannt wird, der Dong. Man nimmt diesen Holz-Handguard, der vorne diesen Griff dran hat. Und noch ein AKM Premium Muscle Break. Fertig. Man kommt dann auf 58, 58 Recoil. Ist gut spielbar, macht Spaß und kostet uns, wenn man sie jetzt zusammenbaut, um die 19.000, 20.000. Somit ist unser kompletter Loadout-Wert ungefähr bei 55.000. Wenn man jetzt eben sagt, man will keine 4er Armor, sondern nimmt sich eine 3er Armor, dann spart man sich ungefähr 10.000. Somit ist man dann auf 45.000 Köhn. Keine Sorge, 45 bzw. 55.000 Köhn ist eine ordentliche Summe. Definitiv will ich jetzt nichts widersprechen oder sonst irgendwas. Aber jetzt hat man ein Kit, mit dem man auch wirklich überleben könnte. Wenn man noch billiger reingeht, kein Headset nimmt, einen Feuerwehrhelm aufsetzt und eine Pistole spielt oder so, dann kann man natürlich Glück haben und jemanden vielleicht wegklicken, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon relativ gering, dass man da eine Runde überlebt. Und mit diesem Loadout hat man wirklich realistische Chancen, dass man nicht einfach aus dem Nichts one-tapped wird und einen schönen 1 gegen 1 Gunfight auch schafft. Wir haben jetzt so mit diesem Loadout einen Gearscore von 46.000 mit der 4er Rüstung beziehungsweise einen Wert von 38.000 mit der 3er Rüstung. Das heißt, die Lockdown Zone ist auf jeden Fall offen und wir kommen mit diesem Loadout rein und somit lohnt es sich auch, Räume aufzusperren. Jetzt sitzen vielleicht einige von euch hier und denken sich, Räume aufsperren? Wo zum Teufel finde ich den Schlüssel? Da hat sich der alte Lex natürlich auch Gedanken drum gemacht. Es ist ein ewiges Mysterium bisher. Jeder sagt, er bekommt hier einen Key, da einen Key, dort einen Key, aber keiner weiß so richtig, wie es denn am besten funktioniert. Wir haben jetzt einen Stream lang nach Keys gesucht und ich kann euch aus meinen Erfahrungen sagen, welche Items dafür in Frage kommen. Das heißt nicht, dass es ausschließlich diese sind, aber da haben wir Keys gefunden. Das erste sind Document Cases, das sind so kleine braune Koffer, die rumliegen. Dann Toolboxen ist meiner Meinung nach ein bisschen merkwürdig, weil eine Toolbox eigentlich für Werkzeug ist. Aber dennoch wurden da drin Schlüssel gefunden, Jacken und Reisekoffer. Diese silbernen bzw. roten Reisetaschen, die man mitnehmen kann und Jacken, die quer über die Map hängen. Im Hintergrund blende ich euch gerade eine Karte ein mit diesen ganzen Punkten auf Farm. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung die interaktive Map, die ich hier habe, wo ihr die Filter einstellen könnt und wo ihr gemütlich die Punkte ablaufen könnt. Wenn es jetzt darum geht, Schlüssel zu finden und Schlüsselruns zu machen, die möglichst wenig Risiko beinhalten, würde ich auf jeden Fall Staples und Motel meiden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll man das meiden, wenn man da durch muss, um auf die andere Seite der Map zu kommen. Also ich sag's mal so, wenn man sich entscheiden muss zwischen Pest und Cholera, dann nimmt man Staples. Ich habe wesentlich weniger PvP-Kontakt auf Staples, beziehungsweise kann man bei Staples besser hinten vorbeischleichen als am Motel. Klar, im Motel selbst sind wesentlich mehr Koffer, sind wesentlich mehr Jacken, sind wesentlich mehr Toolboxen, aber auch wesentlich mehr Gefahr. Das heißt, wenn ihr eine sichere Route haben wollt vom Westen in den Osten oder von Osten in den Westen, würde ich mich nördlich an der Map entlang hangeln, über Staples vorbei zum Exit und dort alle möglichen Koffer, alle möglichen Jacken, alle möglichen Toolboxen mitnehmen. Die Map Farm besteht meiner Meinung nach aus drei Hotspots, die man meiden sollte. Das wäre Staples, Motel und das Grain Trade Center. Das Grain Trade Center ist ganz im Westen und ein relativ großes Gebiet, das ziemlich viel dort für sich beansprucht. Aber dort ist immer PvP, da wird immer geschossen, da sind immer Spieler. Deswegen loote ich das in meinen Entspannungsruns, wo ich ein bisschen Geld machen möchte, nie. Was ihr natürlich machen könnt, ist, wenn ihr jetzt keine Lockdown-Raids machen wollt oder euch wirklich das Geld so knapp ist, dass ihr diese 30.000 Gearscore nicht zusammenbekommt, könnt ihr natürlich Schlüssel auch im normalen Runden jagen. Dazu einfach der Karte nach, die ich euch gezeigt habe, die Spots ablaufen und ganz entspannt auf Schlüssel hoffen. Das Ding ist, sobald ihr aber Schlüssel habt und diese benutzen möchtet, würde ich euch dringendst raten, Lockdown Zone zu spielen. Die Wahrscheinlichkeit, was Gutes aus den Räumen dann zu ziehen, ist so viel höher, das lohnt sich richtig. Ich kann euch nun gerne noch ein billiges Loadout zeigen für keine Lockdown-Runden, wo ihr wirklich nur das Nötigste mitnehmt, um zu überleben. Ich will aber nicht zu tief in die Sache hier jetzt reingehen, da noch ein Low-Budget-Video kommen wird die Tage. Wenn es richtig, richtig günstig sein soll, würde ich euch den SH12 Military Helm empfehlen. Der sieht ein bisschen wuchtig aus, hat aber ein integriertes Headset. Dann die 6B5 Armor, diese hat 12 Slots, kostet 7.000 und ein Medium Camping Backpack für 800. Damit kommen wir hier für das ganze Loadout auf einen Wert von ungefähr 13.000 Köhn. Billiger geht nicht. So, und jetzt kommt nämlich der Trick. Selbst mit diesem Billig-Loadout
kommen wir ganz knapp über die 30.000 Loot Value für die Lockdown Zone. Das heißt, ihr gebt dadurch einiges an Komfort und Überlebenswahrscheinlichkeit durch Rüstung her. Wir haben kein Face Shield, wir haben eine Dreierrüstung und wir haben ein bisschen weniger Platz im Rucksack. Aber wir sparen auch einiges an Geld. Das muss jeder für sich selbst abwägen im Endeffekt. Meiner Meinung nach ist es die Viererrüstung auf jeden Fall wert. Wem das jetzt noch immer zu teuer ist, kann ich nur die SKS empfehlen. Das heißt, wir werfen die AKM weg, nehmen uns eine SKS, packen das Seitenmount drauf, packen OKP-7 Scope drauf und die Waffe kostet uns ganze 6000 Köln. Fertig. Ist ein gutes Kaliber, ist eine Semi-Rifle, die kann man gut triggern, die macht gut Damage, mit der kann man gut zielen, ist okay. Und damit ihr nicht glaubt, dass ich euch anlüge, zeige ich euch jetzt noch einen Run mit meinem Loadout und meiner Loot-Route. Viel Spaß. Oh shit, was ein Spawn. Wir gehen hoch zum Fluss, wo ich markiert habe. Mhm. To the Fluss! Okay. Halt doch. Einen habe ich. Oh ja, ja. Zweiten habe ich auch. Okay. Sit down, boys! Das waren Scaffs? Aber die haben gemoddete AKs, ey. Lol. Mei, dabei habe ich die so schön geklatscht, Alter. Schwören können, das sind Spieler. So, wegen Boss, maybe. Got him. Willst du Lucy auch was mitnehmen fürs Video oder? Ja, ich will es nur kurz anschauen. Hm. Na gut, Cablis, Könis, Könis, Könis. Naja. Naja. Ich sperre das Räumchen drüben auf, gell? Ich aber nicht. Sehr doof. Schauen wir mal, ob es das gönnt, das Gebäude. Geschossen? Ich weiß auch nicht, irgendwo 150 hätte ich gesagt. Am Dach von der Farm sehe ich ihn, lol. Auf dem Dach? Ja, ich schwöre, das steht da oben am Dach. Ich sehe seinen Kopf. Hat einen Hit. Ich glaube, ist Minus. Ich sehe im Augenwinkel nur seinen Kopf. Oh, hallo. Hey. Hab ich? Nice. Analyzer 3K. Nur Quatsch-Items, Toasty. Hab ich. Achtung. Ja, aber das sind Raider oder so. Holy shit, sind die Tanky. Ist das Boss oder was geht ab? Einen hab ich genockt. Ja. Hab ich gefinisht. Ja, einfach man muss nachher müssen. Maximal die Leerwerfer. Was geht denn jetzt ab? Ich muss mich heilen, mir geht's nicht so gut. Ja, mach das, ich hab dich. Was sind denn das für Mulis? Ja, also mich ist auch interessant, das war ja wahr. Boah, das war ein Scav-Player gewesen. Nee, nee, geht ja nicht. Nee, stimmt. Scav-Player werden nicht am Krabbeln gewesen. Kribbeln. Nee, es geht ja sowieso nicht. Stimmt. Da war was. Eh noch drüber gesprochen. Ich komm nach. Ich geh hoch. Ey, wo ist der zweite hin? Gute Frage. Ah, da, ins Gelände rein oder was? Ja, der wird im Gelände sein irgendwo. Ich grabe die mal kurz aus, haben der das so. Ja, ja, könnt ihr. Der wird wahrscheinlich PP geladen haben auch, wenn's ne. Vierer Armor hat er getragen. What? Okay, nice. Dreier Helm mit. Weil nicht weil er kein Face Shield. Auch eine AKSU gespielt. Ah, der kommt. Zu zwei.
sind, oh mein Gott! Sind ein paar mehr als zwei. Den sind da noch gerissen. Muss mich wieder flicken ein bisschen. Akimbo AK quasi. Ich blute schon wieder. Hey, übel. Richtig überrascht gerade. Ja. Wie gehst du da? Oh Gott, ja, okay. It's a me. Noch drillen kurz. Oder darf ich? Danke. Ja, nett von Ihnen. Das geht mir jetzt aus. Ich habe noch drei Max jetzt. Ja, ich habe den Scav-Boss gekillt. Nice. Hat so ein goldenes Knife dabei gehabt. Da war sie cute. Pocket Knife. Hat nur 2000. Achtung, kommt. Habe ich. Nice. Anderen habe ich auch. Ja, zu berichtet jetzt. Ja, ich bin nur im Munition stellen die ganze Zeit. Ja, ich schau mir ja auch das Attachment nur runter und die Munition möchte ich mir jetzt auch hier rausholen. Ja, der hat PP geladen. Nee, den Key hier hast du, oder? Ja, den Key hier habe ich. Der ist lila oder gold? Der ist gold. Oh, ja, dann schauen wir da mal rein. Hier sind schon mal ein paar Attachments. Das ist also useless. Ja, die Waffenkiste ist jetzt auch nicht der Burner. Ja. Weiß nicht, also noch fühle ich diesen Key hier nicht so. Die Taschenlampe ist 10k wert, Alter. Was ist das für eine Taschenlampe? Das fühle ich schon eher. Ja. Na, jetzt nicht so die Burner-Runde, aber der Boss hat das ein bisschen rausgerissen, wenigstens. Das auf jeden Fall. Oh, was ist denn hier passiert? Hoppala. Da sind ein paar ausgerutscht. Wir haben die Z038 Headset, der eine hier bei mir. M24, die nehme ich mir. LOL! M80 hier drin. Nice Runde! GG's! Ja, wie viel hat 29.000? Nehme ich.